Lenka Kulovana mit Heimvorteil. In der geteilten Republik startet jetzt zwar noch für das vereinigte Team der Tschechen und Slowaken, aber sie ist Tschechin. Ihre Kürmusik Tangos Tradicionales. Auch sie läuft mit Kniebandage. Eine alte Krankheit der Eiskunstläufer. Dreifach Torlob, Doppeltorlob in der letzten Minute ihrer Kür. Da ist sie erleichtert. Lenka Kulovana, es ist immer ein besonderer Druck, wenn man in der Heimat laufen muss. Ist, dass sie einmal mit oder beim Doppelachsel fast mit der Nase das Eis verliert hätte. Lief eigentlich alles ganz gut. Aber sie wagte ja nur zwei verschiedene Dreifachsprünge, den Saltjov, hier nochmal in Zeitlupe. Sauber gelandet war mit dem Doppeltorlob.
und den dreifachen Pole. Mit Recht wird sie von ihren Landsleuten mit Blumen überhäuft. So viele tschechische Glanzpunkte gab es ja nicht bei diesen Weltmeisterschaften. Beste Platzierung. Radka, Kovarikova, René Novotny beim Paarlaufen auf Rang 4. Wenn die Preisrichter jetzt den Heimvorteil nicht allzu groß berücksichtigen in der Wertung, müsste sie eigentlich klar hinter den deutschen Läuferinnen und hinter der Kanadierin liegen. Mit Recht bekommt sie in der A-Note zumindest wesentlich niedriger als Tanja Schewtschenko. Noch nicht wesentlich, aber zumindest ein Zehntelchen Differenz. František, der Trainer, freut sich. Aber Sie sehen es. Es bleibt dabei Preston aus Kanada vor Kielmann und Schewtschenko. Dann Kolovana. Yeah,